Emanuela ist schwanger und freut sich auf ihr Baby. Aber plötzlich bekommt sie starke Schmerzen und verliert kurz darauf ihr Kind. Wie sich dann herausstellt, war in ihrem Essen ein Abtreibungsmittel heimlich hineingemischt von ihrem Freund, dem Vater des ungeborenen Kindes. Heute wurde das Urteil gegen ihn gefällt. Große Erleichterung für Emanuela R. 3 Jahre und 3 Monate Haft für ihren Ex-Freund Josef V. wegen schwerer Körperverletzung und Schwangerschaftsabbruch. Für die Strafzumessung war für das Gericht zugunsten des Angeklagten von großer Bedeutung, dass er von Anfang an, also schon im Ermittlungsverfahren, geständig war und auch nicht relevant vorbestraft ist. Zu seinen Lasten hat es allerdings gewürdigt, dass hier eine erhebliche kriminelle Energie in seinem Vorgehen festzustellen war, mit einer langen und akribischen Vorbereitung und auch der Umsetzung eines sehr komplexen Tatplanes. Rückblick. Im Dezember 2014 lernt die damals 28-jährige Emanuela R. den 23-jährigen Josef V. über das Internet kennen. Sie verlieben sich. Emanuela wird ungewollt schwanger. Sie will das Kind. Er drängt auf eine Abtreibung. Es kommt zum Streit. Schließlich lenkt Josef V. ein. Bei einem Treffen und gemeinsamen Essen verabreicht er der Schwangeren, ohne deren Wissen, das Abtreibungsmittel Mifergin. Josef V. mischt das Medikament unter eine Mokka-Creme und bietet das der werdenden Mutter in größeren Mengen an. Kurze Zeit später bekommt das Opfer starke Unterleibsschmerzen und Blutungen, muss sofort ins Krankenhaus. Die werdende Mutter ist in der 15. Schwangerschaftswoche. Doch die untersuchende Ärztin hat schlechte Nachrichten für Emanuela. Mit ihrem Kind ist nicht mehr alles in Ordnung. Und ich habe sie noch gefragt, wie meinen Sie, das ist nicht alles in Ordnung? Und dann hat sie es mir gesagt, sie sind gerade dabei, das Kind zu verlieren. Ihr Freund ist zunächst fassungslos, teilt ihr per WhatsApp mit, dass ihm das alles sehr leid tue, beendet aber sofort die Beziehung mit den Worten: Gründe mit jemandem eine Familie, den du verdient hast. Lebe wohl. Emanuelas Mutter findet das alles sehr seltsam. Sie rät ihrer Tochter, zur Polizei zu gehen. Ein Gutachten bestätigt schließlich, in Emanuelas Blut sind Spuren der Abtreibungspille. Alles kommt nun heraus. Das Opfer Emanuela möchte sich zum heutigen Urteil nicht mehr vor der Kamera äußern. Zum einen ist sie froh, dass der Prozess endlich vorbei ist. Auf der anderen Seite war es ihr sicherlich wichtig, dass es nicht zu einer Bewährungsstrafe kommt, also dass er nicht gleich wieder aus der Haft geht. Ich denke, das hat man auch gesehen bei den Plädoyers, als es beantragt wurde von der Verteidigung, weil sie dann in Tränen ausgebrochen. Für das Gericht war klar, Josef V. muss für seine Tat im Gefängnis büßen. 3 Jahre und 3 Monate. Er hat die Tat bereut, stand auch zu seiner Tat hier im Gerichtssaal, hat sich entschuldigt, hat sich bemüht um einen Ausgleich mit dem Opfer. Und auch die Situation im Gefängnis ist für ihn selbstverständlich schwierig, aber er geht gefasst damit um. In den nächsten Tagen wollen sich Josef V. und sein Anwalt beraten, ob sie gegen das Urteil noch Rechtsmittel einlegen werden.